Herzlich willkommen in der Wurstküche des Wurstzeitblogs. Heute wird ein Rezept vom Fernsehkoch Frank Rosin nachgekocht. Das habe ich ursprünglich gefunden auf der Homepage des Fernsehsenders Kabel 1. Wir erhitzen in einem Topf Öl und dann kommen hinzu eine Schalotte und eine Knoblauchzehe, beide gehackt, und dann wird ordentlich angeschwitzt. Dann geben wir noch 4 kleingeschnittene rote Paprika hinzu. Mit Salz, Pfeffer und einer Prise Zucker abschmecken. Dann fein gehackte Chili ohne Kerne und Tomatenmark dazugeben und das Ganze gut rühren. Jetzt noch den Zucker reinrühren. Bevor die Zutaten verbrennen, das Ganze mit Riesling ablöschen. Jetzt die Gemüsebrühe dazu. Nun noch mit Curry, Paprikapulver und Salz abschmecken. Zu guter Letzt die Soße noch ordentlich reduzieren. Jetzt sind die Würste dran. Dazu zerlassen wir erstmal in der Pfanne Butter. Dann die angeschnittenen Würste in die Pfanne und ca. 10 bis 12 Minuten braten. Natürlich hin und wieder die Wurst wenden und auch nicht vergessen, die Soße umzurühren. Wenn die Soße gut reduziert ist, dann kann sie püriert werden. Bei der Wurst handelt es sich übrigens um die Hausmacher Bratwurst der Metzgerei Hamm vom Mainzer Wochenmarkt. Zum Schluss nur noch schön anrichten und guten Appetit!